Lang nicht so. Schon ein bisschen besser. Guten Morlock, was hat euer Mr. Eos heute vor? Mysteriöse Dinge. Ein bzw. mehrere Abonnenten haben mir das vorgeschlagen. Ich werde es jetzt testen. Zumindest im späteren Verlauf. Red Bull Gurkenwasser? Fragezeichen. War das ein Scherz? Hat das schon jemand gemacht? Egal, wir werden es aber auch mit anderen Dingen probieren. Jetzt haben wir nicht mal einen Messer oder so ein Messer, aber das macht nichts. Wir machen es einfach so. Also, mein Name Red Bull. Das ist meine erste Version. Mit Mozzarella. Nur mal eintauchen, ein bisschen hin, her, dies, das. Also Red Bull und Mozzarella. Ich werde das hier mit reingießen. Den Mozzarella habe ich hier, wie ihr seht, in dieser Schüssel. Und werde das jetzt mal so kosten, ein bisschen eintauchen. So ein bisschen neutral und süß. Nein, danke. Ach, dieser Sud. Nicht so gut. Nein, den werden wir extra schön ordentlich mit Salz und Brötchen verspeisen. Das mit dem Mozzarella nicht zu empfehlen. Ekeligkeitsstufe, wenn 10 maximal ist, dann ist Source Streaming auf 9 und diese Mahlzeit auf von der Ekeligkeitsstufe zwar nur auf 4,5, aber es ist jetzt auch nicht, was schmeckt. Aber es ist nichts Abstoßendes, wo man davon spuckt. Als nächstes werden wir es probieren, ein bisschen so scharfe Soße vom Chinamann zu nehmen. Werden wir ein bisschen reinträufeln, nicht so viel mit Red Bull. Wie ihr seht, habe ich da hier ein bisschen was drin. Ist jetzt auch nicht übertrieben viel, aber es ist immerhin etwas. Mal mit Red Bull vermischen. Oh, zumindest schäumt, das ist kein gutes Zeichen. Ein bisschen vermischen. Man kann auch den Finger nehmen manchmal. Bah! 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 Ich mache keine Scheiße. Die ist mit Schaf und Red Bull. Das schmeckt nicht gut. Nein. Widerlich hoch 8. Und das sagt das auch schon. Ich gebe diesem Gesöff eine 8. Mein Gesicht zu verziehen ist nicht, dass ich das mit Absicht zu machen. Es kommt automatisch. Es ist scharf und säuerlich. Passt nicht. Nein. Passt nicht. Noch ein bisschen vermischen, damit das Glas wieder sauber wird. Junge. Was tue ich hier? Auch die zweite Version war noch schlimmer. Ich gebe diesen in der Ekeligkeitsstufe von 0 bis 10. Ich habe zwar gesagt hoch 8, aber es ist eine 7. Das Schafe und Red Bull. Boah. Bäh. Bäh. Kann man überhaupt nicht trinken. Bäh. Und jetzt kommt zum Spannenden. Was ich einige gewünscht haben, ich sollte mal Gurkenwasser mit Red Bull trinken. Wer kommt auf diese Idee? Ihr seht auch, das ist hier Gurkensticks. Süß, sauer, Rewe, beste Wahl. Und wird gleich sehen, dass die Dose halt verschlossen ist, dass alles original ist, kein Fake. Genau. Lass meine Gurke gönnen. So schmeckt sie mir. Bisschen habe ich noch den ekligen Geschmack im Mund, aber ansonsten schöne Gurke. Was wir jetzt machen, ist erstmal minimal Gurkenwasser. Das ist schon einiges. Hier seht ihr das Gurkenwasser.
Kein Schatz. Echtes Gurkenwasser. Feinstes Gurkenwasser. Beste Wahl. Und nimm nur einen kleinen Schluck diesmal. Ein bisschen mehr Red Bull. Sagen wir so halbe halbe. Ja. Das ist jetzt halbe halbe. Ja, gut. Hier seht ihr es auch nochmal. Da ist jetzt Red Bull drin. Gurkenwasser Red Bull. Schmeckt wie das Gurkenwasser eigentlich, nur noch ein bisschen süßer. Hat aber trotzdem sehr mysteriösen Geschmack. So halbe halbe ist nicht angenehm, aber auch nicht, wo ich sage, es kommt auf jeden Fall nicht an die scharfe Soße ran mit Red Bull. Alles keine angenehmen Getränke, aber kann ich nicht beschreiben. Halt Gurkenwasser noch süßer. Da habe ich auch nicht wirklich das Beste. Was können wir noch von der Mischung machen? Jetzt haben wir halbe halbe. Jetzt machen wir Gurkenwasser in dieser Menge und Red Bull ganz wenig. Macht es auch nicht viel besser. Das ist halt, das schmeckt das Gurkenwasser noch mehr, noch viel süßer. Merkwürdig. Was tue ich hier? So, machen nochmal Gurkenwasser und mehr Red Bull. Eine größere Menge Red Bull. Das Red Bull kommt vor dem Vorschein. Damit einen äußerst unangenehmen Nachgeschmack. So würzig und trotzdem noch süß von den Gurken. Bäh, was tue ich hier? Ich glaube, ich habe mal für heute Abend meinen Magen versaut. Oh, Junge. Das schmeckt nicht gut. Es ist im Notfall, wenn man nichts anderes hat, tut man es, aber ich kann mir das hier nicht reinziehen. Das ist wirklich krank. Einfach nur für einen Test mal, aber ich würde mal sagen, in der Version hat gewonnen auf jeden Fall noch der Red Bull mit Mozzarella. Das eingetaucht und süße, das ging ja noch. Das hatte ich zwischen 4 und 5, glaube ich, beurteilt. Am schlimmsten war das Schärfe mit Red Bull. Red Bull und Schärfe verträgt sich nicht. Das ist wie Feuer und Flamme. Wie Feuer und Flamme. Wie Feuer und Wasser. Ja, wie Feuer und Flamme. Das wär's. Das verträgt sich ja. Nee, aber die Thai-Soße und Red Bull ist, geht gar nicht. So, auf jeden Fall eine 8 rum. 7-8 habe ich gesagt. Und das mit dem Gurkenwasser kann ich auf eine gute 6 bis 7 stellen. Ist nicht ganz so schlimm, aber schlimm genug. Da gönne ich mir doch meinen Red Bull so, wie es ist. Weg mit dem Glas, da sind noch Aromen drin. Das ist auch nicht. Nein. Die schönen Gurken werden wir irgendwie später verzehren. Es kommt nicht an Surstreaming ran, aber ist mal was anderes. Ist aber nicht schmackhaft. Alles drei ist nicht. Nichts, wo ich sage. Fantastico. Nein. Da gönne ich mir meinen Red Bull so. Und genieße den Abend noch. Guten Morlock.